Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Tag 3 des Dschungels. Elena Miras ist eingezogen oder aber auch der Kollagenschock für Dani Büchner. Wir gucken uns das alles an. Wir gehen mal in die Berichterstattung rein von Tag 3, werden uns den Einzug von Elena und die Reaktionen einmal anschauen. Was ich euch jetzt schon verraten kann, den ersten Streit mit Elena Miras hatte nicht Dani Büchner, sondern jemand ganz anderes. Und da flogen die Fetzen heftig. Wo die Fetzen aber auch heftig geflogen sind, das war gestern in unserem Livestream zu Tag 2 hier auf diesem Kanal. Über 800 Zuschauer. Vielen, vielen Dank an diese geile Community und auch vielen, vielen herzlichen Dank. Wir haben es gestern geschafft. 34.600 Abonnenten, ein neuer Meilenstein hier auf diesem Kanal. Vielen, vielen Dank für die Interesse an meiner Dschungelcamp-Berichterstattung. Und jetzt würde ich sagen, genug gequatscht. Ja, Tag 3 war wirklich heftig, das kann ich so sagen. Und ich muss euch auch ehrlich sagen, Dani Büchner hat mich positiv überrascht. Auch gestern in der Folge 3 gab es viele Momente, wo sie schon Sendezeit hatte, wo sie aber aus meiner Sicht wirklich relativ entspannt reagiert hat. Vielleicht liegt es daran, dass sie aktuell kein Kollagen im Dschungel nehmen konnte, dass sie so entspannt ist. Ich weiß es nicht. Aber der ein oder andere Kollagenbär wäre sehr stolz auf sie. Wir gucken in eine sehr, ja, in einen sehr schlimmen Clip, in einen herzergreifenden Clip von Dani Büchner und Thorsten Legert. Beide hatten die gemeinsame Nachtwache und sprachen über traumatische Ereignisse in ihrer Kindheit. Bei Thorsten Legert war es mir bekannt. Ich weiß ja auch, dass er ein Buch darüber geschrieben hat. Allerdings wusste ich nicht, dass auch Dani Büchner eine bzw. keine schöne Kindheit hatten. Wir brauchen das Katzenreporter-Tablet und gucken mal rein bei Dani und Thorsten. Verstehen, ich bin gegen gar keinen hier. Aber ich würde gerne mir wünschen, ja, dass ich auch ein bisschen anders wäre. Aber ich kann nicht. Warum? Ich kann das nicht, weil ich Was gedrillt magst du war. denn nicht an dir? Es soll ja auch kein Geheimnis sein, was mir alles widerfahren ist. Ich wünschte mir, ja, dass ich ein anständiges Leben geführt hätte als Kind. Er hat dich auch leider nicht. Ja, erstmal zwei Enthüllungen. Thorsten Legert keine einfache Kindheit, Dani Büchner keine einfache Kindheit. Und ich fand interessant, was Thorsten hier gesagt hat. Das ist ja schon eine gewisse Reflexion zu sagen. Er wünschte sich, anders zu sein, aber er kann es nicht sein, weil er als Kind so gedrillt wurde. Das sind sehr, sehr schwere Worte, aber irgendwie auch interessante Wörter, weil das so ein bisschen, und das hatte ich ja gestern auch schon erwähnt, die Personalie Thorsten Legert uns noch mal ein bisschen tiefgründiger zeigt. Ihr könnt euch leider nicht vorstellen, ja, wenn man dann hilflos in der Ecke sitzt und da kommt ein Mann, ein Bergmann, so Hände hat mein Vater gehabt, kommt da nach Hause, halb betrunken, Brille auf halb acht, hat ein Kreuz gehabt wie so ein Gorilla, Kräfte wie so ein Bulle, zieht die Jacke aus und verhaut uns. Was willst, soll ich denn da machen, wenn du 6, 7 Jahre alt bist? Ist Dani. Ja, gar nicht. Ich liebe mehr Schlägern. Und das vergisst man nicht als Jüngster aus dieser Familie. Schon krass, was Thorsten Legert halt so berichtet und wie er darüber spricht. Das ist noch mal interessant. Kritiker würden jetzt sagen, naja, es erzählt er auch nur wegen der Sendezeit. Ich bin da immer gar nicht so der Fan dafür, dass alles, was man im Dschungel Emotionales erzählt, man immer nur aus Profitgier oder Sendezeitgier erzählt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man, wenn man da wirklich mit Menschen zusammensitzt, wie jetzt zum Beispiel Dani und Thorsten und versteht sich ja sehr gut mit Dani, dass man einfach denn so ins Reden kommt und dieses Bedürfnis hat, über vergangene Dinge zu sprechen. Das kann ich mir schon vorstellen. Also ich würde nicht immer gleich alles unter diesen Generalverdacht erzählen. Er erzählt das jetzt einfach nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Weiß ich nicht. Dani, du bist hilflos, ey. Und dann siehst du ja, wie deine Mama wird mit so einem Bambus im Gesicht geschlagen und mit der Faust. Ich werde verrückt. Jahrzehnte voller Erniedrigung. Vater hat die ganze Familie tyrannisiert. Und
die Familie eigentlich nicht geschätzt und uns behandelt wie... Ich überlege wirklich, ob Thorsten Leger diese emotionalen Momente auch damals im Dschungel hatte, wo er das erste Mal drin war. Ich erinnere mich halt einfach nicht mehr so sehr. Schreibt es mir mal sehr gerne in die Kommentare, ob Thorsten Leger das, was er jetzt erzählt, ob das jetzt wirklich alles komplett neu ist. Ich bin eigentlich der Meinung, dass das bekannt war. Auf Deutsch gesagt, wie so ein Stück Scheiße. Ich glaube, ich werde das mitnehmen bis zum letzten Atemzug. Weil das, was mir widerfahren ist, das wünsche ich keinem Menschen. Wir mussten vor uns gucken. Mein Vater hat uns in den Sessel gesetzt. Das ist ganz schwierig zu verstehen, was Dani sagt. Also sie hat gesagt, wir mussten auch zusehen. Mein Vater hat uns immer in den Sessel gesetzt, wenn er meine Mutter verprügelt hat. Hat uns extra rausgeholt, wie krank, ne? Hat uns extra rausgeholt, wie krank, ne? Also quasi wahrscheinlich aus den Kinderzimmern oder so. Und trotzdem wächst man so auf, so blöd wie es ist. Und sagt, und trotzdem wächst man so auf, so gut wie es ist, weißt du, wie ich meine. So, weißt du, wie ich meine? Es ist groß. Ja. Das versteht doch nicht keiner. Ich denke, Thorsten und ich haben eine ganz besondere Verbindung, wie man auch sieht, eben weil wir Dinge erlebt haben, die bestimmt nicht jeder hier erlebt hat und zum Glück nicht erlebt hat. Ja, das war ein ganz, ganz, ganz heftiger Moment von Dani Büchner und von Thorsten Leger, den wir hier uns angeschaut haben. Und ich kann eigentlich hier nur eine einzige Sache zu sagen, dass es viele Menschen gibt. Viele Menschen tragen ihr Rucksack, aber der eigene Rucksack ist immer der schwerste. Das ist so, ne? Jeder Mensch entscheidet für sich selbst, dass sein eigenes Gepäck, welches man trägt, schweres Gepäck ist. Was jetzt aber nicht heißt, dass ich jetzt hier nicht... Oder dass ich jetzt hier keine Emotion oder kein Gefühl für die Situation habe. Nein, mir haben Thorsten und Dani beide sehr leid getan. Denn meine Kindheit im Vergleich, wenn ich das höre, die war komplett frei von irgendwelchen heftigen Erlebnissen. So mein schlimmster Kindheitsschock war, als mein Vater verstorben ist mit 15. Das war schon schlimm, aber das ist natürlich was ganz anderes. Das ist ein anderer Rucksack. Ja, das ist ein anderer Rucksack als der Rucksack, den Thorsten trägt oder den Dani trägt oder vielleicht auch den ihr trägt. Und deswegen finde ich das, ja, ich fand das heftig, was sie erzählt haben. Wie gesagt, bei Dani Büchner ist es mir nicht bekannt gewesen, bei Thorsten Legert war es mir bekannt gewesen. Sehr emotionale Einblicke zum Beginn von Tag 3. Jetzt haben wir und jetzt versuchen wir die Stimmung so ein bisschen aufzulockern, denn jemand Neues ist ins Camp eingezogen. Da habe ich schon in meinem letzten Video gesagt, irgendwie merkwürdig. Einer wird rausgewählt, damit jemand Neues rein kann, aber Elena Miras ist gekommen und ich zeige euch jetzt mal eine Szene, wo Elena Miras bereits schon da war und wo schon das Geflüster umhergeht, dass jemand Neues ins Camp gekommen ist. Wir gucken mal rein. Hey, wir sind zurück. Kommt mal ans Lagerfeuer, dann erzählen wir euch, was passiert ist. Ach so. Bitte. Hallo? Hi. Hallo. Hi. Geht's euch gut? Ja. Ja. Es war eine ganz komische Situation, weil Georgina Fleur wusste nicht, dass Elena da ist und begrüßt sie nur mit Hi, als ob da so eine GZSZ-Situation war, dass jemand über die Straße läuft und man den alle 3 Tage wieder sieht. Dani Büchner kam gerade von einer Pullerpause und Georgina sagt ihr nur, Elena ist da. Elena ist da? Mhm, hab ich gesehen. Also, ganz ehrlich, Leute. Sie ist mega angepisst. Ihr müsst dazu wissen, dass Elena Miras und Dani Büchner wirklich keine Freundinnen sind und dass sie wirklich sehr viel Drama in der Vergangenheit miteinander hatten. Und ich glaube, dass Dani Büchner auf der einen Seite super genervt ist und auf der anderen Seite einfach nur sagt, ja, RTL wieder. Ja, ja, war ja klar. Ich will hier gar keinen Stress haben. Ich bin so chillig gerade. Ich will das gar nicht. Aber ist sie wirklich? Ist sie wirklich? Wir haben jetzt wirklich eine komplett dramafreie Zeit von Dani Büchner gesehen. Lästerattacken ja, vielleicht nicht unbedingt nettes Verhalten ja, aber so die Krawall-Dani und die Schrei-Dani haben wir nicht gehabt bis jetzt. Und für dich da, mein Schatz, ja? Ja, danke. Elena war ja mit Dani zusammen im Dschungelcamp und die mögen sich nicht so. Aber ich fand es halt nicht nett, dass wir gerade von der Prüfung kommen und sie uns voll ignoriert. Hallo! Hey! Also, wir sind zurück. Ja, sag mal. Und jetzt ratet mal, wie viele Sterne wir geholt haben. Willkommen. Hi. Ah, hi. Sag einfach. Erstmal raten, hallo, wie viele Sterne wir haben. Erstmal raten. Ah, sie hat es ein bisschen schöner durch. Ich weiß nicht, ich fand die Situation unhöflich. Ja, also jeder ist natürlich jetzt der Meinung, dass man wichtiger ist. Dani und Georgina sind der Meinung, sie sind wichtiger, weil sie die Prüfung gemacht haben. Elena wird vermutlich das Gefühl haben, sie ist wichtiger, weil sie jetzt da ist.
ich habe halt einfach, also nach meiner Meinung begrüßt man erstmal jemand in zu Hause, im Team und dann erzählt man, was passiert ist. Also man begrüßt ihn nicht im Team, sondern im Team, ja. Ich würde immer erstmal den Neuankömmling begrüßen, bevor ich mit Infos komme. So würde ich das machen, aber ja. Hi. Hi, Dani. Du auch hier. Hi. So sehen wir uns wieder. Hat Dani gut gemacht. Dani ist auf sie zugegangen und hat sie in den Arm genommen. Finde ich gut. Grüßen, Hallo sagen und abwarten, wie der andere reagiert. Ich lasse alles auf mich zukommen. Ich will mir das jetzt anschauen, wer wie ist. Ich bin ja jetzt erst 2-3 Stunden hier. Okay, wir haben 6 Sterne. Also wir haben. Bravo, 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 scheißegal! Aber ich glaube schon, dass RTL bewusst das jetzt ein bisschen so mit Musik unterlegt hat, um es dramatischer wirken zu lassen, als es eigentlich war. Denn Dani und Elena haben sich schon aus meiner Sicht gut verstanden erstmal. Wir sind eine Packstation gehabt. Ich habe mich jetzt schon ausgezogen, weil ich bin komplett voll mit Fischabfällen. Dass sie sich nicht schämen, als Legende nur mit 6 Sternen nach Hause zu kommen. Da war so eine Liege, da haben die mich draufgeschnallt. Also ich finde die Leistung schrecklich. Da musste ich mit den Fingern so durch. Schwache Leistung und sich darüber noch zu freuen. Ich habe ihr die Schlüssel zugeworfen. Ich habe 7 Schlüssel geholt, aber ich habe leider nur 6 getroffen. Also eigentlich sollten die heute Abend kein Essen kriegen. Kleiner Spaß. Ich finde sie sympathisch. Also ich finde die neue Sarah Dingens super. Ja, ich finde sie wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Und ja, bis jetzt macht sie eine gute Figur. Ich finde Sarah echt unterhaltsam. Super Leistung. Was ist bei euch passiert? Ja, also das Thema ist jetzt, wo ihr da seid. Elena möchte ganz gerne, dass wir ein rotierendes System mit dem Bett einführen. Ah, ja, aber da muss man wirklich ehrlich sagen, die Gruppe bestand aus 11 Teilnehmern jetzt zum Schluss, weil David Ortega rausgegangen ist. Alle sind mit dieser Bettensituation zufrieden. Jetzt kommt jemand Neues, nämlich Elena, die sagt denn dann, nein, sie möchte ein rotierendes System. Das heißt, ihre Entscheidung würde alle betreffen. Also eine Entscheidung, die 11, die zufrieden sind, betrifft. Und ich weiß immer nicht, ob das so super ist, wenn man 9 eine Gruppe kommt, gleich was zu fordern. Man kann natürlich die Bettensituation ansprechen, aber ich würde doch erstmal in den direkten Dialog mit den entsprechenden Teilnehmern gehen und fragen, ob man mit ihr tauscht. Denn eines ist Fakt, jeden Tag dieses Nachtlager neu zu verlegen, seine Sachen neu wegzuräumen, sich neu einzurichten, das wäre auch nichts für mich. Ich würde jederzeit mein Bett tauschen in so einer Situation, wenn jemand nicht schlafen kann, würde ich sagen, ey, du komm, ich pack mich da hinten hin, passt schon für mich. Aber ich hätte keinen Bock, jeden Tag aufs Neue meine Sachen zu packen. Das ist so der Unterschied, wie ich es sehen würde. Also ich, guck mal, ich bin erstmal willkommen. Dankeschön. Ja, hallo. Hi. Ich fände das einfach gut, wenn wir rotieren würden, wenn es für euch passt. Was machst du dann mit den Leuten, die Rückenprobleme haben? Dann lassen wir die mit dem Problem sollen bleiben und die anderen rotieren. Aber wie ist es denn gekommen? Sie ist jetzt doch von Anfang an. Warte ganz kurz, ich will eine andere Sache machen. Wie ist es denn gekommen? Warte doch kurz. Warum bist du denn jetzt hier erstmal? Ich war doch nicht da. Kannst du mir erzählen, warum du hier bist? Ich kann Georgina schon verstehen, auch wenn sie so ein bisschen auf Krawall schon wieder aus ist. Ich kann schon verstehen, dass sie jetzt erstmal einfordert, ey, erzähl uns doch erstmal, warum du hier bist. Und auch Elena beantwortet die Frage nicht richtig. Sie erzählt Überraschung etc. Da stimmt halt was nicht. Das ist diese RTL-Verschwörung, von der ich gestern schon gesprochen habe. Da stimmt etwas nicht. Aber ich denke nicht, dass wir Zuschauer das noch groß erfahren werden. Woher kommst du? Mädchen, was willst du von mir? Woher kommst du? Warum bist du denn hier? Weil ich gerade aus der Prüfung gekommen bin. Ah, okay. Sonst wäre ich da gewesen, als du gekommen bist. Deswegen kannst du doch erzählen, wo du hergekommen bist. Überraschung. Du bist einfach gekommen. Und warst du in einem anderen Camp? Wie kann man sowas aushalten? Oder bist du aus dem Hotel gekommen? Aus dem Hotel. Oder warst du ja 3 Tage länger im Hotel? Oder? Da musst du jetzt nicht unbedingt direkt auf ein Bett, oder? Da hast du ja 3 Tage im Bett gehabt. Oder nicht? Ja. Schachmatt, würde ich sagen. Also, das muss man wirklich so sagen. Georgina Fleur, auch wenn sie hier natürlich völlig drüber war, hat sie nach meiner Meinung nach schon ein bisschen recht. Ey, 3 Tage im Hotel, komm dann erstmal ins Camp an, begrüß uns erstmal anständig, bevor du was forderst.
Du hast die letzten Nächte in einem weichen Bett geschlafen, während wir alle schon auf den Pritschen hier gelegen haben. Finde ich verständlich, dass Georgina das hier ganz klar so an den Kopf knallt. Und auch hier ist Elena Miras sehr sprachlos gewesen dann nach dieser Ansage von Georgina. Das muss man schon, Chapeau, ja? Also, ist schon so. Ich kann diese Frau gar nicht ab. Oh, nee. Nein, ich kann mit ihr einfach nicht. Egal. Ja, das war der Konflikt zwischen Georgina und Elena. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, hier 1-0 für Georgina. Denn mit ihrem letzten Satz hat sie meiner Meinung nach sie schon ganz schön, ja, ganz schön schachmatt gesetzt. Am Anfang des Videos habe ich euch ja schon gesagt, dass Dani Büchner mich positiv überrascht hat. So mit einigen Aussagen, auch in der Dschungelprüfung, die gucken wir uns aber heute Abend in Ruhe im Livestream an. Aber auch jetzt hier in diesem ganzen Georgina Fleur und Elena Miras Konflikt zeigt sich Dani auch versöhnlich und bietet ihr etwas an. Wir gucken uns mal in den weiteren Verlauf dieses Konfliktes rein, wie Dani Büchner damit umgegangen ist, was sie davon hält. Wollen wir jetzt wegen Betten Theater machen? Wir machen dann kein Theater. Dann nimm mein Bett und ich gehe. Nein, wir brauchen ein System. Ich schlafe ja heute auch da. Das ist ja, dann tauschen wir von mir aus, tauschen wir. Da nur drei ohne Rückenprobleme sind, können wir drei dann immer tauschen? Also ich habe auch starke Rückenprobleme. Okay, wir tauschen einfach zu zweit. Mensch, wir beide. Hör mal. Danke, komm. Dann. Dann machen wir so. Okay. Nee. Dann haben wir das Problem nicht schon weg. Weil meine schon hat ein Chef alles geklärt. Muss man aber wirklich sagen, Chapeau, also Dani wird das ernst gemeint haben, hat sie gut gemacht. Dann, also es ist halt ein lächerlicher Konflikt, weil jetzt tauschen die beiden nur noch das Bett. Ich weiß nicht, da werden die Meinungen auch auseinandergehen. Einige werden sagen, nein, tauschen ist wichtig. Andere werden sagen, nee, ich bin auch so ein Mensch, ich hasse dann Veränderungen. Also wie ich schon gesagt habe, immer wieder mein Nachtlager neu zu sortieren, wäre ich auch... Ich würde das schlechteste Bett nehmen, ja. Aber halt denn dieses Bett, mit dem ich mich dann anfreunden kann, ja. Dass Dani mit ihr Bett teilt mit der Elena, also das fand ich schon eine tolle Geste. Aber das ist alles wahrscheinlich erstmal ja, Diplomatie, Taktik und da braucht nur was Kleines zu passieren. Da gebe ich Kanalot recht. Also ich gebe ihr recht, dass das Taktik, dass das Diplomatie war. Und ich kann mir vorstellen, dadurch hat Dani aber einen kleinen Vorteil gewonnen, nämlich, dass sie jetzt nicht gleich Elena als Feindin hat, nee, dass Elena sich wirklich auf Georgina sich jetzt mehr konzentrieren wird und dass das der nächste große Krawallherd sein wird. Das kann ich mir schon vorstellen. Das war taktisch gut gespielt von Dani, das muss man so sagen. Da sehe ich so einige Alpha-Weibchen bei uns, die um ihre Position bangen. Ich glaube, dass das jetzt erstmal ein taktischer Waffenstillstand ist. Ja, ja, tatsächlich kenne ich den Spruch, halt deine Freunde nah und deine Feinde näher. So. Ich glaube nicht, dass Dani meine beste Freundin wird hier, aber ich bin froh, dass wir das jetzt so ein bisschen locker angehen. Warten wir es ab, wie locker es denn dann noch nach einigen Tagen ist, meine Lieben. Heute erwartet euch heute hier auf diesem Kanal eine Menge. Wir gucken uns noch das Update zu David Ortega an, denn der hat sich gemeldet, der hat ausgepackt. Wir gucken uns heute natürlich noch ein weiteres Trash-Highlight an, also um 11 Uhr und um 14 Uhr folgen heute für euch weitere Videos. Und heute Abend die Live-Berichterstattung auf YouTube. Um 19 Uhr bin ich live mit Tag 3. Da gucken wir uns auch die Prüfung an, da freue ich mich sehr auf euch und für alle, die noch mehr Dani sehen wollen. Ich bin um 18 Uhr heute auf Twitch live, könnt ihr auch gerne mit dazukommen. Da geht es aber nicht um Trash, da geht es nicht um den Dschungel. Nein, ich reagiere dort auf alte Hausbesichtigungsvideos, wo ich früher mit meinem Partner nach Häusern gesucht habe. Ist immer sehr, sehr lustig und ich freue mich auf euch. Vielen, vielen Dank und noch einmal mein herzliches Dankeschön für das Erreichen der Abonnenten, meine Lieben. Jetzt sage ich aber erstmal Tschüss, bis um 11 Uhr.